Hallo, ich bin der Markus von Spielen Programmieren und rede jetzt mit dem Horst von Spielen Programmieren. Hallo. Horst, was macht man bei dir so im Kurs als Schüler? Ja, man lernt ein Computerspiel zu programmieren und ich sorge dafür, dass alle dazu nötigen Techniken dir dann beigebracht werden. Okay. Wie viel würde so ein Kurs kosten? Ich verlange immer 12 Euro pro Stunde derzeit. Braucht man Vorkenntnisse oder was? Du brauchst Interesse, ne? Das ist ganz wichtig. Wenn du dich nicht dafür interessierst, dann nehme ich dich auch gar nicht im Kurs. Wenn du dich dafür interessierst, dann nehme ich an, du hast irgendwelche Vorkenntnisse, normale Schule, die meisten fangen so an mit 13 oder 12. Und zum Teil brauche ich Sachen, die sie in der Schule noch nicht gelernt haben, die Schüler, das bringe ich ihnen dann halt auf die Schnelle bei. Das weiß ich, Sinus, Cosinus Berechnung, Analytikberechnung oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich bringe sie halt in dem Umfang bei, wo sie es für das Spiel brauchen und wann sie es brauchen. Okay, wie oft und wie lange findet dieser Kurs statt? Ich mache derzeit üblich, also wenn du das Geld hast, nehme ich dich auch 24 Stunden täglich. Ja? Also das ist kein Problem. Aber üblicherweise 2 Stunden pro Woche am Nachmittag während der Schulzeit. Und ich biete an in den Ferien Intensivkurse, das sind 3 Stunden am Vormittag. Immer Stundenpreis 12 Euro. Aber in den Ferien ist halt das Tolle, du hast eine Woche Zeit, kommst jeden Vormittag zu mir 3 Stunden von 9 bis 12 und lernst in dieser Zeit, weil es halt intensiv ist und kompakt relativ viel. Ja? Sonst ist das Problem, wenn es nur während der Schulzeit kommst, also 2 Stunden pro Woche, einmal sind es deine Kinder dann krank, dann haben sie in der Schularbeit und müssen lernen oder so. Das heißt, sie kommen dann im Schnitt eh nur 3-mal im Monat und da geht halt nicht so viel weiter. Okay, kannst du mal dein bewegendstes Erlebnis aus dem Kurs mal kurz in einem Satz erzählen? Seit ich das mache, habe ich immer sehr viel Spaß. Okay, danke für das Interview. Tschüss. Ciao.